Flammen steht. Und unsere Regierungen aufhören müssen, das Feuer zu nähren. Und wir? Wir stehen mitten in den Flammen und sind wütend. Wütend, dass der wissenschaftliche Konsens so klar ist wie nie zuvor und dabei die Politik in Deutschland und weltweit trotzdem keine ernsthaften Bemühungen in Richtung Klimaschutz unternimmt. Wütend, dass jedes Kind heute mit immer häufiger werdenden Extremwetterereignissen aufwachsen muss. Die Liste ist lang, zu lang. Fluten, Brände, Hitze, Dürren, Stürme, Unwetter. Wenn wir nicht endlich anfangen zu handeln, wird die Liste noch länger werden. Wütend, weil man sehr wohl die Politik ändern muss, weil jetzt ein solcher Tag ist und wir hier alle stehen. Wütend, dass Ausbeutung und das jahrzehntelange Fehlverhalten der führenden Industrienationen genau die trifft, die am wenigsten dafür können. Wütend, dass wir oft nicht aus unseren Fehlern lernen und uns stattdessen an andere Diktatoren binden, anstatt eine sozial- und klimagerechte Lösung mit erneuerbaren Energien zu finden. Wütend, dass funktionierende Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket einfach unter den Tisch gekehrt werden und der Verkehrswende damit Steine in den Weg gelegt werden. Wir müssen